alleinlebende Menschen mit Demenz, im Durchschnitt sind sie älter als 80 und älter als Menschen mit Demenz, die mit anderen zusammenwohnen. Überwiegend handelt es sich um Frauen, meist sind sie verwitwet oder unverheiratet. In ihren kognitiven und funktionalen Fähigkeiten sind sie eher weniger beeinträchtigt als Menschen mit Demenz, die mit anderen zusammenwohnen. Allerdings sind sie trotzdem auch schon zu einem hohen Anteil in alltäglichen Verrichtungen eingeschränkt. Sie haben weniger informelle Helferinnen und Helfer. Sie erhalten auch insgesamt weniger informelle Hilfe als Menschen mit Demenz, die mit anderen zusammenwohnen. Erfahren und geben auch an, dass sie sich sozial weniger unterstützt sehen. Sie bekommen mehr Hilfe durch Nachbarn und Freunde als Menschen mit Demenz, die mit anderen schon zusammenwohnen. Allerdings ist auch bei alleinlebenden Menschen mit Demenz die Unterstützung eher eine familiäre Angelegenheit. Die Betroffenen selbst, für sie ist das Alleinleben Ausdruck ihrer Geschichte und ihrer Identität. Das ist die Lebensform, in der sie bislang selbstständig und selbstbestimmt gelebt haben und die sie auch so lange wie möglich fortsetzen wollen. Die pflegenden Angehörigen respektieren in aller Regel diesen Wunsch. Sie sehen aber auch die Risiken, die sich für die betroffene Person ergeben, Schaden zu nehmen. Und auch wenn sie nicht anwesend sind, sehen sie sich letztlich für das Wohlergehen ihres Angehörigen verantwortlich. Die Professionellen sehen, dass die betroffene Person auf Unterstützung durch andere angewiesen ist, es aber vor Ort an informeller Hilfe mangelt und die formalen Angebote diesen Unterstützungsbedarf nur begrenzt ausgleichen können. Deswegen droht die betroffene Person Schaden zu nehmen. Die Professionellen sehen sich vor allen Dingen dafür verantwortlich, Schaden zu vermeiden. Und dabei geraten sie nicht selten in einen Widerspruch zwischen ihrem formalen Mandat, also ihrem offiziellen Auftrag, den Beziehungen zu der betreffenden Person und ihrer Entscheidungskompetenz. Also wenn Sie zum Beispiel sehen, dass eine Person mehr Unterstützungsbedarf braucht, Sie sich auch persönlich ihr gegenüber verpflichtet sehen, Sie dies aber im Rahmen Ihres Auftrages gar nicht leisten können. Und nicht selten lösen Sie den Konflikt zu Ihren eigenen Lasten. Zum einen ist das der Wunsch der Betroffenen nach homogenen Gruppen, also zum Beispiel Selbsthilfegruppen für alleinlebende Menschen mit Demenz. Darin drückt sich für mich das Bedürfnis aus, Räume zu haben, eine Identität als Alleinlebender mit Demenz auszubilden. Ein zweites Angebot, was ich nennen möchte, ist das der Alltagsassistenz. Das ist ein Angebot, das sich aus der traditionellen hauswirtschaftlichen Hilfe entwickelt hat. Alltagsassistenz unterstützt die betreffenden Personen in ihrer Alltagskompetenz, also zum Beispiel im Haushalt, beim Zubereiten von Mahlzeiten, beim Einkaufen, sozialen Kontakten. Praktisch kann das zum Beispiel heißen, dass morgens eine Alltagsassistentin für eine Stunde kommt. Sie ist dabei, wenn das Frühstück zubereitet wird. Sie schaut, wenn die Person nach der Post, wenn die Post holt und erinnert sie vielleicht dezent dran. Im Grunde genommen übernimmt die Alltagsassistentin Aufgaben, die sonst pflegende Angehörige übernehmen. Und damit füllt sie genau die Lücke, die sich bei einigen alleinlebenden Menschen mit Demenz auftut. Und das dritte Angebot, was ich in diesem Zusammenhang nennen möchte, ist das einer 24-stündigen Hotline, nicht nur als Anlaufstellen für Krisensituationen. Damit verbunden die Möglichkeit, gegebenenfalls ein Kriseninterventionsteam, ein multiprofessionelles Team mit Mitarbeitern aus der sozialen Arbeit, Pflege und vielleicht auch Ärzten loszuschicken, die die Situation vor Ort einschätzen und gegebenenfalls weitere Angebote, Unterstützungsangebote organisieren. Das muss sich natürlich verbinden mit flexiblen Hilfsangeboten. Das heißt, es muss auch die Möglichkeit geben, eben entsprechende Unterstützung anzubieten. Das ist deswegen wichtig, weil wir Schwierigkeiten haben, die Betroffenen überhaupt zu identifizieren. Sie suchen von sich aus nicht unbedingt eine Beratungsstelle auf oder gehen auf Anbieter zu. Deswegen braucht es niedrigschwellige Möglichkeiten für Personen, die etwas beobachten und das Gefühl haben, da braucht jemand Unterstützung, diese weiterzureichen.